Wofür sind eigentlich Lichter im Wasser gut? Dieser und anderen Fragen gingen am Mittwoch die Mädchen und Jungen in der Vorlesung der Reihe Kiwi Kinder wissen mehr auf den Grund. Mit dem Referenten Gero Klemke hatten die Kids einen Experten vor sich. 25 Jahre fuhr er als Kapitän zur See. Erst bei der Marine, dann bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Anschließend war Gero Klemke 9 Jahre als Museumspädagoge im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven tätig. 24 Leuchtfeuer gibt es an der deutschen Nordseeküste. Jeder Leuchtturm hat seine ganz eigene Taktung. Auch Fahrwassertonnen dienen den Seeleuten zur Orientierung auf dem Wasser. Die Tonnen leuchten in Rot und Grün. Rot steht für Backbord, also links. Auf der dem Wasser zugeneigten Seite wurde die Feuerstelle zum Kochen und Backen errichtet. Daher stammt der Begriff Backbord. Der Steuermann stand auf der anderen Seite, also Steuerbord, lernten die Kids in der Vorlesung.